Wo sehen Sie in 5 Jahren? Weiß ich nicht. Ich möchte gerne 2017 das Kanzlerduell mitmoderieren. Du bist doch ordentlich. Stefan Raabe sitzt raus. Genau. Ja. Wäre auf jeden Fall erfrischend. Ja. Ja. Vielleicht kann der Bayerische Rundfunk da irgendwas machen oder so. Wäre das jetzt total daneben, so ein Format vielleicht in die öffentlich-rechtlichen Strukturen mal mit reinzunehmen? Überhaupt nicht. Ich bin selber Fan von Jung und Naiv. Man muss nicht alles mögen in der Art und Weise, aber ich finde es ein gutes Format. Und abgesehen davon, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich gut passt. Und gerade jetzt dann auch bei dem jungen Angebot, ich weiß nicht, mit welchen Sendern Sie alle schon gesprochen haben, aber grundsätzlich glaube ich... Mit den Jungen noch nicht. Genau, eben. Ich glaube, bei den Jungen hätte das eigentlich wunderbar Platz. Können Sie einen Kontakt vermitteln? Neues Jugendangebot von ARD und ZDF? Ja? Vielleicht? Ich kann das bloß nicht unter Druck setzen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, Kontakt können wir herstellen. Ja. Sie müssen los zum Flieger, ja. Oder ist wirklich virulent? Was, ja, ja, los? Ja, ja, ja. Blick 21:40 Uhr. Wohin geht die Reise, Berlin, darf man sagen? Berlin zurück. Ja, wir wollten eigentlich nach Kuba fliegen jetzt. Ja. Mit Herrn Steinmeier, aber das hat sich jetzt 2 Tage verschoben. Aber Sie müssen trotzdem nach Berlin. Trotzdem los, ja. Nicht mehr bei der Party dabei sein. Sehr schade. Ja. Sehr erfrischend. Ich sauf im Flugzeug. Auch nicht schlecht.